Der schon raus? Und seine 8 Jahre sind rum. 8? Er bekam doch 10. 8. Die restlichen 2 haben sie ihm geschenkt. Vielleicht, weil er immer gesagt hat, er war es nicht gewesen. Wir wollen es zu uns? Ja, ja. Nichts hat sich in diesen 8 Jahren verändert. Wirklich ein selten dämliches Büro. Die beiden Schreibtischlampen sind neu. Ja, und ein paar schöne neue Urkunden. Ich habe noch nie jemand getroffen, der so viel Fantasie hat und so wenig Geschmack. Das so schreiben. Das klingt fast so, als wäre ich ein alter Mann und Sie hätten mir aufgeholfen? Welcher Jahrgang sind Sie? Sie sind 2 Jahre älter als ich. 8 Jahre jünger wäre ich, wenn Sie mich nicht um diese 8 Jahre beschissen hätten. Ich bin nicht das Gericht, Herr Pagel. Erst kommt einer und stiehlt mir 6 Jahre mit seinem idiotischen Krieg. Und dann kommen Sie und stellen mir noch mal 8 Jahre dazu. Sind Sie jetzt fertig? Ja. Wenn Sie wollen, können wir aufgrund des Vorfalls für Ihre Sicherheit irgendetwas tun. Das könnte Ihnen so fassen. Und damit Sie mich wieder an der Leine haben, was? Aber eines ist klar. Die Sache ist für mich nicht erledigt. Soll das eine Drohung sein? Können Sie halten wie ein Dachdecker. Ich will von Ihnen meine 8 Jahre wiederhaben. Also, Köster, was ist denn nun rausgekommen? Gar nichts, Herr Millinger. Herr Pagel behauptet, Singer, einer seiner Kompagnons, hätte den Anschlag verübt. Oder verüben lassen. Die wollten ihn los sein. Aber etwas Ähnliches hat er vor 8 Jahren in dem Prozess auch schon behauptet. Nicht er hätte Kirschmann getötet, sondern Singer und so weiter und so weiter. Ja, bleiben Sie dran, Köster. Fragen Sie ihn weiter. Selber habe ich mir den Killer bestellt. Sehen Sie, jetzt sagt er wieder, er hat den Killer selber bestellt. Aber warum? Warum? Jetzt überlegt er gerade. Ich halte Sie auf dem Laufenden, Herr Millinger, ja. Wiedersehen. Ich habe Jochen Hirschmann nicht umgebracht. Seit wann ist denn das Foto da? Das hat mir einer geschickt. Was ist denn? Wiedersehen. Wiedersehen.
Gerd, Martin. Ja? Gerd, du musst dich gleich an Fagel hängen, der ist eben rausgegangen. Und du, Martin, nimmst dir Meier 1, noch einen Mann, und kümmerst dich um Singer. Erich Singer, rund um die Uhr, ja? Ach, wer ist bitte Erich Singer? Das ist eine gute Frage, Mensch. Das ist ja klar, das kannst du ja gar nicht wissen. Das ist ja 8 Jahre her. Besorg dir die Akten Pagel, auch von der Justiz, den Prozess. Beschäftige dich damit. Wenn du durch bist, gibst du mir die Akte, ja? Das Ganze sofort. Mensch, wie die Zeit vergeht. 8 Jahre. Entschuldigung. Ja? Ich habe Hagel verloren, vor einer Stunde schon. Irgendwie hat er was gemerkt. Ja, es ist gut, klar. In Ordnung. Es tut mir leid, Herr Köster. Na ja, es ist in Ordnung. Gute Nacht. Mir tut es auch leid. Das ist ja ganz was Neues bei Ihnen. Wo sind Sie? Sind Sie zu Hause? Ich hoffe, Sie sitzen über meinen Akten. Ja, ich sitze über den Akten, damit ich besser schlafen kann. Das war eine schöne Gute-Nacht-Geschichte für Sie. Die will ich Ihnen mal erzählen. Das Foto da an der Tür, das aus Afrika auf dem Flugplatz im Krieg. Das sind Sie doch, nicht? Aha. Na, dann passen Sie mal schön auf. Es war mal ein Schütze Arsch, der war Krattmelder. Das ist schon über 30 Jahre her. Das war ich. Der hat in dem Sommer damals, als man auf den Schutzblenden der Panzerspiegeleier braten konnte, der hat damals in der Wüste einen aufgelesen, einen anderen Krattmelder. Der war dreiviertel tot, zusammengeschossen von Tiefliegern. Ja, sind Sie überhaupt noch da? Ja, das war ich. Guck mal. Den habe ich dann aufgeladen auf mein Krat. Später bin ich stecken geblieben. Da habe ich ihn dann die restlichen 4 Kilometer getragen bis zur nächsten Einheit. Ich habe versucht rauszukriegen, wer der andere war, aber das ist mir nicht gelungen. Wo sind Sie? Ich würde Sie gern sehen. Nee, tut nicht nötig, Herr Köster, wirklich nicht. Gute Nacht. Gerd, komm mal her. Ja. Es tut mir leid, du musst weitersuchen, Herr Pagel. Ich brauche ihn sofort. Was denn, ich allein? Ja, wie soll ich das denn machen? Ist das ein Befehl oder ein Auftrag? Nein, oder? Das ist mehr eine Bitte. Ja, aber wie soll ich denn... Na ja, und schon dann wieder... Das ist ein Auftrag, also eine Fahndung, und zwar sofort. Möglichst gestern.
Tja, Kamerad Köster. Ach, bitte sagen Sie das Wort nicht, Herr Pagel. Ich mag das nicht. Ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Ist schon zu lange her. Schwamm drüber. Ich habe mich auch nur erinnert, weil auf dem Kratte Elfriede stand. Ihr Gesicht war ja damals ganz mit Blut verschmiert. Ja, die Erinnerung geht immer mehr weg. Ist auch gut so. Ja, das ist merkwürdig. Ich habe auch nur noch so ein paar Bilder im Kopf aus der Zeit. Die Wüste. Ich habe auch versucht, sie zu finden damals, als sie mich im Lazarett abgeliefert haben, aber die wussten ja nicht, von welcher Einheit sie sind. Na, jetzt haben sie mich ja gefunden. Prost. Prost, danke. Ja, ich habe ja immer gesagt, Sie haben Fantasie. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben noch nie jemanden getroffen, der so wenig Geschmack hat bei so viel Fantasie. Woher wissen Sie eigentlich, was ich für einen Geschmack habe? Ich habe ja die Büros nicht eingerichtet. Naja, ist auch wieder wahr. Aber kommen Sie mir jetzt bloß nicht mit diesem dämlichen Polizeigequatsche, dass der Täter immer wieder an den Tatort zurücklatscht. Ich bin kein Mörder, Herr Köster. Ja, was machen Sie denn hier? Haben Sie keine Angst, dass Ihre Kompagnons Sie hier finden? Sie haben doch immer in dem Prozess behauptet, die hätten Ihnen hier eine Falle gestellt. Die finden mich ja nicht. Der Besitzer der Pension ist neu. Hier kennt mich niemand. Aber warum gehen Sie nicht nach Hause? Nach Hause? Nach Hause ist gut. Wo denn? Nach dem Prozess. Ich meine Frau scheiden lassen. Das stellen Sie sich mal vor, die wollte nicht mit einem Mörder verheiratet sein. Aber vorher hat sie noch Sie und die Kinder die Konten ausgeplündert. Dann haben sie das Haus verkloppt und weg waren sie. Prost. Prost. Also, wie war das damals? Ja, da gibt's nicht viel zu erzählen. Als ich da im Lazarett zu mir kam... Ich rede nicht von Ihnen, Herr Köster, ich rede von mir. Von dem Toten da unten, von dem Zimmer hier. Ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen über diesen Fall zu reden. Die Sache ist gelaufen. Ich will aber mit Ihnen reden. Für mich ist die Sache nicht gelaufen, Herr Köster. Sie schulden mir 8 Jahre Leben, Herr Köster. Eigentlich wollen Sie doch sagen, ich schulde Ihnen mein Leben. Scheiße. Ich habe Ihnen schon gesagt, Schwamm drüber. Was das betrifft, sind wir seit heute früh quitt. Aber das, das da, hier, Fingerabdrücke! War Ihnen nicht zu viel, Herr Köster? Zu dick, zu perfekt! Singer und Jelinek, die haben gewusst, dass ich hier öfter mit einer Frau... Naja, dass ich hier mit einer Frau schlafe. Und auf der 08, da waren ja auch meine Fingerabdrücke auf der 08, mit der Jochen Hirschmann da unten erschossen worden ist. Das war Ihnen nicht zu dick, Herr Köster. Ich gratuliere, Ihr Meisterstück. Aber ich war es nicht.
Jochen Hirschmann war mein Freund. Das ist noch nicht erledigt. Das ist noch nicht gelaufen, Herr Köster. Guten Abend. Bitte? Entschuldigen Sie. Ja, bitte? Sind Sie Frau Pagel? Können Sie nicht lesen? Ach, entschuldigen Sie. Wiedersehen. Pagel? Ja. Ja, die haben hier früher mal gewohnt. Ich glaube, der sitzt wegen Mord oder irgend sowas. Danke. Gute Nacht. Nacht. Ja, komm, komm. Herr Jelinek und Herr Singer haben Ihnen eben erklärt, dass Sie mit Pagel noch keinen Kontakt hatten, seit er entlassen worden ist. Entschuldigung. Ja, wenn ich störe, dann kann ich... Bleiben Sie nur ruhig, Herr. Wie war der Name? Brenner. Ah, Brenner. Herr Brenner wollte sowieso gerade gehen. Ja, also dann... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Brenner. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Haben Sie Pagel gefunden? Nein, niemand hat ihn gesehen. Ein scharfer Detektiv. Ich habe Sie schon immer bewundert. Sie können sich morgen im Büro von Rechtsanwalt Rodnick Ihren Scheck abholen. Kann er doch, Erwin. Entschuldige, ich werde einen anderen besorgen. Danke. Na, ja, ist wohl alles ganz schief gegangen. Entschuldige. Ja. Und? Pagel hat sich heute Nachmittag einen Schießprügel besorgt. Bei Opa Schultes. Opa Schultes? Wieso gibt er ihm einen? Er hat ihn bedroht. Aber das darf er doch gar nicht. Dann such ihn. Sag's ihm. Vielleicht schmeißt du ihn weg. Kein Köster. Das hat er noch nie gemacht. Wann genau hast du das letzte Mal mit ihm gesprochen? Vor 10 Stunden. Willst du eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgeben? Da reißt uns beide Ohren ab. Wieso läuft denn deine Fahndung nach Pagel? Wo ist Köster? Ich will ihn sofort sprechen. Wir sagen's ihm, wenn wir ihn finden. Also irgendwas war da. Mit ihm und Pagel. Ich weiß nicht. Sagen Sie mal, wo waren Sie denn? Ich habe in einer Pension geschlafen. Und was ist mit der Fahndung? Was für eine Fahndung? Herr Köster, ich war noch nicht im Bett. Warum? Wegen dieser Fahndung nach Pagel. Ach ja, ich habe ihn gefunden. Dürfen wir auch noch erfahren, wo Sie ihn gefunden haben?
In einer Pension. Aha. Gerd, es tut mir leid, ich hab's vergessen. In Ordnung. Ach, noch was, Gerd. Du kannst nur noch 3 Stunden schlafen. Um 12 geht Pagel zu seinen Kompagnons. Beschatten. Würden Sie mich bitte wecken? Ja, gern. Martin, bei dir muss ich mich extra entschuldigen, was? Ah, aber ich hab noch was. Ich sollte mich doch um Singer kümmern. Als Pagel im Gefängnis war, haben sich Singer und sein Kompagnon Jelinek ganz schön entwickelt. Sie besitzen jetzt 5 Kneipen, 3 Bars und ein Pelzgeschäft. Und Dreck am Stecken haben sie auch. Genug. Illegaler Autohandel und Waffenschiebereien. Das sind ihre Haupteinnahmequellen. Und immer wenn jemand verhaftet werden sollte, wurde einer ihrer Geschäftsführer verknackt. Aber vor Pagel haben beide Angst. Er weiß zu viel. Das ist sehr gut, Martin. Das ist sehr gut. Jetzt leg dich mal ein paar Stunden schlafen. Ach, das lohnt sich doch nicht. Ich geh nach nebenan und schreib erst mal alles auf. Mhm. Auch was der Singer so alles den ganzen Tag über gemacht hat. Ach, Herr Köster. Ja? Kann ich Sie etwas fragen? Na klar. War irgendetwas zwischen Pagel und Ihnen? Wir kennen uns aus dem Krieg. Aus welchem Krieg? Na, 1870 wird es nicht gewesen sein. Im Ersten Weltkrieg bin ich geboren, wird's wohl der Zweite, nicht? Ja, der Zweite. Ich bin eben an, wenn noch was ist. Okay, er hat nichts dabei. Ich würde euch nicht raten, was gegen mich zu machen. Draußen ist das halbe Präsidium versammelt. Du hast ja eine Walter besorgt. Bei solchen Freunden? Seit gestern früh weiß ich ja, was los ist. Was soll denn das? Was ist denn los? Immer noch eure Waffengeschäfte. Ich wollte das damals nicht. Jochen auch nicht. Und ich werde nicht so sterben wie Jochen Hirschmann. Ich möchte Sie bitten, solche Bemerkungen zu unterlassen. Halt doch die Schnauze, Erwinchen! Du weißt doch genau, was hier gespielt wird! So.
Und jetzt wollen wir über meine Anteile reden. Er wird dir das erklären. Es ist seinerzeit bei den ersten Gesellschafterverträgen versäumt worden, diese Gesellschaften in das Handelsregister einzutragen. Ich selbst, da war damals noch nicht dafür verantwortlich. Ein Wunder sozusagen, dass das nie aufgekommen ist. Während ihrer Abwesenheit haben die Herren Jelinek und Singer wegen der Rechtsungültigkeit dieser ersten Verträge neue Verträge gemacht. Was soll das heißen? Sie... Sie sind raus. Jetzt habt ihr überzogen. Einer von euch dreien hat Jochen umgebracht. Ich habe 8 Jahre gesessen. Aber ihr werdet mir das alles büßen. Alles, ich schwör's euch. Ich habe nicht vergessen, was Jochen für uns getan hat. Auch wenn es 30 Jahre her ist. Würden Sie jetzt bitte gehen? Na los, sag schon. Jetzt steht er mit dem Rücken zur Wand. Ich weiß nicht, ob das gut war. Das wirst du bald sehen. Taugt nichts. Ich will doch lieber die 08. Deine Freunde haben schon wen geschickt. Entschuldige, Sie haben sie gesagt, können Sie uns vielleicht sagen, wie spät es ist? So was fragt man in einem Uhrladen. Und dann haben sie mich auf den Kopf geschlagen. Ich will trotzdem die 08. Wenn was passiert, zahle ich dir so ein paar Schultes. Na los, mach schon. Leg sie dir auf den Kopf. Sieben Meter dreißig. Ich kann nichts dafür, ich... Der Alte reißt dir den Kopf ab, da kannst du dich darauf verlassen. Ich habe einen Unfall gehabt. Und da war er weg. Der wievielte Unfall war das jetzt eigentlich? Mensch, lass mich in Ruhe! Es ist ein großes Kaliber, ja. Aber nur ein Schuss, der durchgegangen ist. Ach, bitte.
Köster könnte aber bald kommen. Und der wird schon kommen. Brenner versucht gerade rauszufinden, wo er steckt. Wissen Sie, was mich wundert? Dass Sie nach den vielen Toten im Krieg ausgerechnet zur Mordkommission gegangen sind, habe ich mir eben überlegt. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht wollte ich was gegen das ewige Totschlagen unternehmen. Wollen die Herren speisen? Vielleicht später. Bringen Sie mir ein Bier und einen Wodka. Wie war denn das nun bei dem Treffen mit Ihren Kompagnons? Nichts war. Gar nichts. Ich weiß gar nicht, was Sie das angeht. Warum sitzen Sie denn überhaupt hier mit mir? Weil Sie noch leben? Ganz schön sentimental, was? Das muss am Jahrgang liegen. Sie nicht? Nein. Ein Wodka. Ein Bier. Nach der Wüste haben sie mich in den russischen Winter geschickt. Auf den Rückzug. Von daher mag ich Wodka. Wo haben Sie denn den Singer und den Jelinek kennengelernt? Später. In der Gefangenschaft. Danach habe ich Abitur nachgemacht, studiert, wollte Lehrer werden. Sagen Sie, warum erzähle ich Ihnen das überhaupt alles? Das wissen Sie doch ganz genau. Ich wollte Ihnen mal eine Falle stellen. Sie sind nicht sentimental, nicht? Ich wollte Lehrer werden, aber nach dem Krieg ging nichts in meinen Kopf rein und dann habe ich die alten Kumpels wieder getroffen. Und dann ging es nur noch ums Geld. Bis diese Freundschaft auch zu Ende war. Aber Sie haben ja die Kurve toll gekriegt nach dem Krieg, was? Mordkommission. Na ja, was soll man machen? Na, nun weinen Sie mal nicht gleich. Was wissen Sie über die Waffengeschäfte von Jelinek? Sie wissen doch was. Oder hängen Sie selbst mit drin? Nichts wissen Sie von mir, gar nichts. Ja, sicher am Anfang. Da war ich schon in so ein paar Geschäften mit drin. Aber dann vor 8 Jahren sollte das losgehen im großen Stil. Hirschmann und ich waren dagegen. Anscheinend hatten wir doch was aus dem Krieg gelernt. Es ging auf Biegen und Brechen. Dann war Hirschmann tot und ich 8 Jahre aus dem Verkehr gezogen. So einfach ist das. Ja, warum haben Sie in dem Prozess nie was darüber gesagt? Na, tun Sie so naiv oder sind Sie so naiv? Was hätte ich denn beweisen können? Aber Hirschmann hat Sie doch um 500.000 Mark betrogen. Ja. Das habe ich vergessen. Daran denke ich nicht mehr und darüber will ich auch nicht mehr reden. Mein Geld tötet man nicht. Aber wegen was anderem schon, oder? Ja. Haben Sie eigentlich eine Waffe? Bitte? Bedienen Sie sich. Hören Sie doch auf mit dem Quatsch. Das habe ich heute schon mal gehabt. Da habe ich noch Übung drin. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Sagen Sie, wenn einer wegen einem Mord 8 Jahre gesessen hat, noch dazu einen, den er nicht mal begangen hat, hat er doch noch einen frei. Das akzeptiere ich nicht mal als Witz.
Ein Herr Köster hier. Ja? Telefon bitte. Haben Sie jetzt was zu essen sein? Ja. Und bringen Sie mir noch einen Wodka. Und was sagt der Arzt? Gegen 18 Uhr. Glatter Herzdurchschuss. Entfernung kann er nicht genau sagen. Bitte lass die Leiche noch liegen. Ich komme sofort vorbei. Singer ist erschossen worden. Wann? Gegen 18 Uhr. Na, dann bedienen Sie sich, Herr Köster. Unterschreibt Ihnen unter diesen Umständen jeder Haftrichter. Na los. Ist alles wieder genauso wie gehabt. Habe wieder kein Alibi. Und habe wieder ein Motiv. Jelinek und Singer haben mich heute Mittag aus allen Verträgen rausgesetzt. Ich muss weg. Bitte zahlen Sie mal für mich. Bitte sehr. Darf ich bitten? Ich möchte zahlen. Wieso? Der Herr ist eben gegangen. Da müssen Sie alles zahlen. Ich zahle ja auch für alles. Herr Jelinek meint... Moment. Ist das nicht ein bisschen viel? Herr Jelinek, erst Jochen Hirschmann. Und jetzt Georg Singer? Ach, wissen Sie, lesen Sie mal Zeitungen, was da so täglich alles passiert. Ja, da haben Sie natürlich recht. Ich lese auch bald keine Zeitung mehr. Also, wie war das? Sie? Ich? Besser gesagt, wir. Wir waren vor 12 Uhr hier im Büro verabredet. Um 12.30 Uhr ist Herr Pergel gegangen. Gegen 15 Uhr hat Herr Singer das Büro verlassen. Herr Jelinek und ich sind dann weiterhin bis 20 Uhr hier im Büro gewesen. Wir haben gearbeitet. Sagen Sie mal, ich kenne Sie doch irgendwoher. Ich bin seinerzeit als Nebenkläger des Herrn Jelinek in dem Prozess gegen Pagel aufgetreten. Gegen Herrn Pagel? Herrn Pagel aufgetreten. Der Tod von Herrn Hirschmann war seinerzeit ein großer Verlust für Herrn Jelinek. Geschäftlich meine ich. Ich verstehe. Sagen Sie, Herr Jelinek, würden Sie mir bitte Ihre Termine für morgen und übermorgen nennen? Ich weiß zwar nicht, was Sie das angeht. Um 10 Uhr habe ich Konditionstraining im Sportcenter Allach. Um 11 Uhr bin ich mit dem Generalvertreter meiner Bierfirma verabredet. Dann ist Mittag, ich esse hier. Und am Nachmittag um 14 Uhr bin ich in der Pension Paradies. Bitte, was machen Sie da? Alle 3 Monate suche ich mir da Künstler. Artisten. Für meine Unternehmung. Wo willst du hin? Mann, ich muss doch da rein. Der Alte will nicht gestört werden, hat er gesagt. Herr Köster! Herr Köster, ich hatte zwar keinen Auftrag, aber ich muss Ihnen sagen, dass Pagel aus der Pension verschwunden ist, mit Koffer. Bezahlt hat er auch. Ich habe noch was für Sie. Was denn? Ich habe deinen Opa getroffen im Krankenhaus. Von dem hat Pagel eine Waffe, eine 08. Sollten mal hören, was der Opa so alles erzählt. Ich meine, Sie selber.
Ja? Köster? Pagel, wo stecken Sie denn? Ja, das könnte Ihnen so passen. Wie ich Sie kenne, haben Sie doch inzwischen mit einer Fahndung gegen mich laufen. Ja, Sie haben eine Waffe. Sie haben eine 08. Der Opa liegt im Krankenhaus. Jelineks Leute haben den zusammengeschlagen, sagt er. Pagel. Pagel, sind Sie noch dran? Mensch, Pagel, kommen Sie doch her. Bring die Waffe mit. Mach doch keinen Mist. Ja, Moment. Hä? Wer hat denn uns Singer umgebracht? Ja, möglicherweise Jelinek. Aber ich kann es nicht beweisen. Ich kann es noch nicht beweisen. Ah, schon viel besser. Besser. Und Jochen Hirschmann? Nur Sie. Oder Singer. Oder Jelinek. Herr Köster lernt. Er kommt der Sache langsam näher. Und wer ist denn der Nächste, der umgebracht wird? Ich? Ich sicher nicht. Ich nicht, das schwöre ich Ihnen. Pagel, hören Sie zu. Ich höre. Nicht Singer. Jelinek hat damals Hirschmann umgebracht. Wen hat er denn diesmal als Zeugen für sein Alibi? Sein Rechtsanwalt. Oh Gottchen, Erwinchen. Mich jedenfalls kriegt er nicht. Jelinek, das Schwein. Jetzt ist er selber dran, schon wegen Jochen. Was Jochen Hirschmann in Russland für mich getan hat in der Gefangenschaft, da ist das Leben. Ihr bisschen Leben, was ich damals geschleppt habe, einen Scheißdreck gegen. Pagel, Sie kommen jetzt her, verdammt doch mal. Sagen Sie mal, wie reden Sie denn mit mir? Ich brauche Sie nicht. Ich habe die 8 Jahre für den Mord schon im Voraus abgesessen. Pagel. Kommen Sie her. Ich glaube, ich... Wissen Sie, ich kann... Ich mag Sie leiden. Wirklich. Mann, ist das mies. Hat der Jelinek eigentlich Telefon im Auto? Nein, hat er nicht. Also, dann ist alles klar. Dann wird er gegen 13.30 Uhr sein Büro verlassen, beziehungsweise die Bar. Und im selben Moment, wo er ins Auto steigt, beginnt die Hausdurchsuchung. Klar? Auf den Schlag! Die Villa von Jelinek, die Chauffeurswohnung dort und wie heißt der zweite Mann von seiner Bodyguard? Meinhard. Richtig, die Wohnung von Meinhard. Und ich selbst bin in der Pension Paradies und möchte ständig auf dem Laufenden gehalten werden, klar? Was sollen wir denn nun eigentlich finden? Nur Beweismittel. Ich brauche Beweismittel. Am liebsten wäre mir eine Waffe. Also los geht's, Männer. Die Durchsuchungsbefehle habe ich. Herr Köster, ja. Herr Köster, die haben die Kugel gefunden. Ist schon im Labor. Die meinen, stammt vielleicht aus einer 08 auch. Zimmerflak genannt. Ja, ich kenne den Ausdruck, Zimmerflak. Also los, Männer. Was ist jetzt mit Pagel? Der Pagel kommt um 14 Uhr in die Pension. Woher wissen Sie das? Na, ich weiß es, Gerd. Deswegen kann die Aktion ja auch nicht vorher anlaufen. Ich brauche den Jelinek vor der Pension. Der Pagel will ihn erschießen. Und zwar genau an der Stelle, wo Hirschmann erschossen worden ist. Ja, aber der könnte ihn doch genauso gut schon vorher erleben, Nein, oder? Das will er aber nicht. Er kommt in die Pension. Ja, warum? Warum, der Pagel? Das ist ein sentimentaler Mensch. Aber das verstehst du nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Es geht los. Es ist jetzt 13.31 Uhr. Aktion Mercator läuft an. Ende. Herr Meinhard? Ja? Hausdurchsuchung. Ja.
Köster, ja? den Brief habe ich noch gefunden, eben. Den hat Herr Pagel in der Rezeption liegen gelassen. Der ist danke, so für Sie. Danke, ja. Wir zwei, wir kommen irgendwie nicht zusammen. Damals nicht und heute auch nicht. Schade. Ich habe so lachen müssen wegen dem Zeugen von Jelinek, dem Dr. Rotnik, der war auch mit uns in Gefangenschaft. Er hat immer die Frauenpartien in unseren bunten Abenden gesungen. Herr Köster. Ja? Sie haben was gefunden in der Wohnung vom Chauffeur. Eine 08. Also die Frau von dem Chauffeur sagt, sie gehört Jelinek. Die haben wohl alle so ein Ding, oder? Ja, da verstehe ich schon wieder was nicht. Ja, 15 Minuten. Was ist denn jetzt mit Ihrem Pagel? Er muss hier sein. Aber Herr Köster, wir haben doch hier mit 4 Mann alles durchsucht. Wenn Jelinek unten in die Einfahrt kommt, dann nimmt er fest, klar? Er darf nicht in den Hof, klar? Gerd, hör zu, wenn wir hier durch sind, dann setzen wir uns mal auf ein Bier zusammen, dann werde ich dir mal alles erklären, ja? Gut. Ist gut. Grüß Gott, Frau Grüß Schaller. Gott. Für Sie hätte ich ein Telegramm. Ja. Auf Wiederschauen. Dankeschön, Herr Vogler. Wiederschauen. Frau Schaller? Ja. Ich bleibe noch bis zum Ende der Woche. Ich möchte Ihnen die Miete im Voraus geben. Aber das ist doch nicht nötig, Herr Kowalski. Koslowski ist mein Name. Ja, wie Sie wollen. Dankeschön, Herr Koslowski. Machen Sie auf, Polizei! Ach so. Lieber Freund, da bist du ja! Ja, da bin ich. Kann ich mal da reinschauen? Du darfst, bitte! Was ist denn nun mit Pagel? Lass den Alten nur, der wird schon machen. Sind Sie Agent? Hä? Ob Sie Agent sind? Ich dachte, Herr Jelinek kommt heute. Das hoffe ich nicht. Ja, was sind Sie denn? Tänzer.
gefragt. Da kommt keiner mehr. Ich habe Ihnen gesagt, Sie haben keinen Mord frei. Den Jelinek haben wir gerade an der Toreinfahrt verhaftet. Der hat auch eine 08. Zu Hause. Wir hatten jeder eine. Zur Erinnerung. Vielleicht besser so. Ich bin doch sentimental, was? Naja, sonst wären Sie ja nicht hier, nicht? Ja, was schauen Sie denn so? Die Brille. Ich habe sie noch nie mit Brille gesehen. Als wir jung waren, da haben wir ohne Brille geschossen, nicht wahr? Wir beide. Wir waren nie wirklich jung, Herr Köster. Vielleicht, dass wir noch Kinder waren. Aber dann nicht mehr. Die 08. Das ist lange her, dass ich eine in der Hand gehabt habe. Falls Sie mich gesucht haben sollten. Ich war da in dem Zimmer oberhalb der Treppe. Der zweite Stock gehörte nämlich früher zur Pension. Die Treppe. Das hätte ich doch wissen müssen. Falls Sie mich gesucht haben, na, Sie machen mir Spaß. Herr Köster. Einen Moment, bitte. Ja. Präsidium einen Schussvergleich gemacht. Die Kugel, die Singer getroffen hat, stammt aus Jelineks Waffe. Mit ziemlicher Sicherheit. Ich habe Ihnen ja gesagt, Jelinek war's. Ja, was soll ich damit anfangen? Ich brauche doch den Beweis, dass Jelinek mit der Waffe auch geschossen hat. Beweise. Ihre Scheißbeweise. Hatten wir schon mal. Was? Na, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's für mich weiter? Unbefugter Waffenbesitz reicht nicht. Versuchter Mord wäre es erst gewesen, wenn Sie auf Jelinek gezielt hätten. Und das habe ich ja verhindert. Ja, kann ich ja jetzt gehen. Vielen Dank für den Brief, den Sie mir geschrieben haben. Sie haben schon recht. Irgendwie sind wir nicht zusammengekommen. Na ja, jetzt sind wir wenigstens quitt. Ganz quitt. Und der Prozess, der Sie rehabilitiert? Den schenke ich Ihnen. Ich fange noch mal von vorne an. Neuseeland, Australien. Ich will von Ihnen nichts geschenkt, Herr Pagel. Ich will nicht mehr, Herr Köster. Ich habe die Schnauze voll. Bin bald 60, ich will weg. Bleiben Sie doch hier, ich brauche Sie doch für den Prozess. Sie können mich ja verhaften lassen, doch Ihre Spezialität, Herr Köster. Wiedersehen. Sie können ja nach mir fahnden lassen. Ja, Köster. Gratuliere.
Gratuliere, Köster. Alles vergeben und vergessen. Da gibt's gar nichts zu gratulieren, Herr Millinger. Der ganze Prozess muss neu gemacht werden. Sind Sie verrückt geworden? Nein, ich bin nicht verrückt geworden. Der Herr Pagel war wirklich unschuldig. Aber Köster, der Prozess war eine Glanzleistung von Ihnen damals. Ein Beweis besser als der andere, kein Loch dazwischen. Ich kann doch nicht aus meiner Haut raus. Meine Scheiße. Also bis morgen. Bis morgen. In meinem dämlichen Büro. Sagen Sie mal, Köster, mit wem sprechen Sie da eigentlich? Hä? Mit mir.